Lass denn was sein? Den Hering. Geht aufs Haus. Oh, wieder so ein Schnorrer. Pass mal auf, mein Freund. Wand. Voilà. Alles okay? Stimmt was nicht? Aha, der direkte Weg. Falsche Tür, Toiletten unten. Richtige Tür. Die Scheiße hier wurde definitiv nicht unten fabriziert. Möchte der feine Herr eine Beschwerde vortragen? Was missfällt unserer Hoheit in unserem bescheidenen Häuschen? Wer war das? Die Scheiße hier. Ich will wissen, wer das war. Jungs, wer hat den Fisch gekocht? Ganz falscher Ansatz. Gekocht, meine Liebe, hat den niemand. Leichenschändung betrieben und auf den Teller gerotzt. Ja, vielleicht. Aber gekocht ist definitiv nicht das Wort der Wahl. Ich habe keine Ahnung, ob einer von euch drei Pfeifen weiß, was Salz ist. Das ist ein Salzwasserfisch. Hering ist ein verdammter Salzwasserfisch. Das ist Delfin aber auch. Aber na gut, red ruhig weiter, ne? Delfin ist kein... Ach, egal. Postum ist das Tier Quälerei. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ihr mit dem Vieh gemacht habt. Vielleicht in destilliertem Wasser gedünstet, mag sein. Aber Salz hat der nach seinem Ableben nicht mehr gesehen. Ah, ist das nicht das weiße, bröckelige Zeug und so? Im Sommer hatten wir ja mal so eine Packung rumstehen. Konnte noch keiner was mit anfangen. Findest du das witzig oder was? Genauso witzig wie die Liste, die ich dir gegeben habe. Was für eine Liste? Die Einkaufsliste, die ich dir da in deinen Sakko gesteckt habe. Ja, ich glaube, da stand noch was drauf. Warte, was war das? Das ist auch sowas. Ist auch bröckelig, aber es ist dunkler und auch so ein bisschen schärfer. Ich glaube, das passt ganz gut zu Fisch. Boah, das ist so lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Aber hey, ich bin dir gar nicht böse, ich finde das gar nicht schlimm. Da kommt mal so ein heißes Flittchen und will deine Handynummer haben und dann hat man halt keinen anderen Zettel zur Hand, ne? Ich habe da vollstes Verständnis für. Du machst das gut, du machst das richtig. Weißt du, was mich echt begeistert? Ich meine, es ist Sommer, warte, 7, ja, wir kochen hier seit über einem halben Jahr, ohne Salz und ohne Pfeffer und der Laden existiert noch. Das ist verrückt, oder? Aber im Essen, ja, in dieser Scheißküche, da kann das nicht liegen, das garantiert nicht. Deswegen frage ich mich, wieso kommen die Leute? Hast du mal drüber nachgedacht? Verdammt gutes Management, mein Lieber, verdammt gutes Management. Fick dich. Oh, leck mich, Chef. Einmal mit Profis arbeiten.